soll es mal wieder einen Tag für euch geben, und zwar einen Tag vom Carlsen Verlag. Der Carlsen Verlag hat sich einen eigenen Tag ausgedacht, und zwar soll es hier um dieses Buch gehen, Auf immer gejagt von Erin Summerhill. Und ich habe mir gedacht, ich mache den Tag einfach mal mit, weil es sind ein paar coole Fragen da dabei und es sind auch nur 7 Stück. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Tag, und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Frage Nummer 1. Tessa, die Hauptfigur in Auf immer gejagt, ist wild, unabhängig, stark und ausgesprochen einsam. An welche Buchheldin erinnert dich das? Ich habe hier lange überlegt, an wen mich das erinnert, und bin dann auf Chamsin gekommen von Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Das ist jetzt hier der erste Teil, Der Winter erwacht. Und Chamsin ist die Protagonistin der Geschichte, und sie ist ein kleiner Wildfang, sie ist sehr rebellisch, sie lässt sich nichts sagen, sie hat immer ihre eigene Meinung, sie versucht immer ihren Kopf durchzusetzen, und sie hat auch eine besondere Fähigkeit, und ihr Gabenname ist Sturm. Und ich denke, das sagt schon sehr, sehr viel über Chamsin aus. Chamsin ist eine Prinzessin in ihrer Welt, und trotz ihrer 3 Schwestern ist sie immer sehr, sehr einsam. Und ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz toll, wie Chamsin sich in dieser Geschichte entwickelt, wie sie immer wieder um ihr Leben kämpft und nie aufgibt, und ja. Ich finde Chamsin, sie ist eine ganz, ganz tolle Protagonistin, und ich liebe dieses Buch, und oh, ja, es ist so toll. Zweitens, Tessa hat nur noch eine Sache, die sie an ihren Vater erinnert. Ein verzierter Dolch. Besitzt du ebenfalls ein besonderes Erbstück? Ich habe von meiner Oma so ein Servi bekommen, also so Kaffee, Tee, Mittag, alles drum und dran, mit Suppenschüssel, mit Milchkännchen, mit allem, was da so dazugehört für Mittag und Kaffee, und das ist noch so handbemalt, und ja, das ist so quasi das einzige Erbstück. Drittens, wenn sich Tessa auf etwas verlassen kann, dann auf ihr Bauchgefühl. Wie ist das bei dir? Schwierig. Also mein Kopf und mein Bauch sind sich recht uneinig immer, während mein Bauch immer sagt, tu es, und sagt mein Kopf immer, lass es. Und ich bin ein sehr rational denkender Mensch, und deswegen höre ich halt schon sehr, sehr oft auf meinen Kopf. Viertens, in Auf immer gejagt haben manche Menschen besondere Begabungen. Welche besondere Fähigkeit würdest du gern besitzen? Diese Frage ist mir schon öfters untergekommen, und ich werde auch hier wieder antworten, dass ich gerne jumpen könnte. Kennt ihr den Film Jumper mit, heißt er denn noch gleich? Er hat bei Star Wars Episode 2 und 3 den Anakin Skywalker gespielt. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Auf jeden Fall können die da quasi jumpen, also so Teleportation ist das. Und ich fände es sehr, sehr cool, mich teleportieren zu können. Also so mal schnell von A nach B, zack, auf die Malediven, zack, nach Madagaskar, zack, zu Annika nach Mannheim, zack, zu Sina nach Dienstlagen. Also ich fände es schon sehr, sehr cool, mich an jeden Ort bewegen zu können, ohne Flugzeug, ohne Staus, ohne Züge, ohne irgendwas. Und ja, und in dem Film ist es ja so, die können sogar noch jemanden mitnehmen. Also, was will man mehr? Deswegen, ich würde gerne jumpen können. Fünftens, Liebe oder Ehre? Der Mensch, den du liebst, begeht Hochverrat an deiner Familie. Wie würdest du dich entscheiden? Eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, es kommt auf die Situation an. Also mein erster Impuls wäre zu sagen, findet den Kerl, macht ihn kalt. Aber wenn man dann so mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, er wird schon seine Gründe gehabt haben, warum er Hochverrat begeht. Vielleicht wollte meine Familie mir ja auch was Böses. Wer weiß das schon? Familie ist ja nicht immer gut. Also deswegen ist es eine sehr, sehr schwierige Frage, und ich würde sagen, es kommt hier dann echt auf die Hintergründe an und auf die Situation an, wie ich mich dann entscheiden würde, weil, ja, wie gesagt, wer weiß, warum er meine Familie abgemoxt hat. Sechstens, im Wald überleben, so wie Tessa, hast du davon schon mal geträumt? Also, geträumt habe ich davon noch nicht. Also, ich gucke sehr viel D-Max. Kennt ihr den Fernsehsender D-Max? Also, das ist ja dieser Männersender. Und da gibt es Bear Grylls. Und das ist so ein Typ, der immer so in allen möglichen Vegetationen versucht zu überleben und dann halt auch so Überlebenstricks zeigt. Und wenn ich sehe, was der da manchmal alles tut und macht und isst und... Boah, nee. Also ich würde im Wald nicht überleben. Definitiv nicht. Also wenn ich jetzt nicht gerade so einen Bear Grylls-Typen bei mir hätte, wäre ich absolut verloren. Und ja, ich hätte absolut keine Chance, im Wald zu überleben. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ja Wälder an und für sich wirklich sehr, sehr schön finde. Und ich finde, wenn man so durch den Wald läuft und es ist wirklich totale Stille, das hat schon irgendwie was Magisches an sich. Aber ich glaube, dort überleben...
Und die siebte Frage, die Würfel sind gefallen. Was hält das Buch auf immer gejagt wohl für dich parat? Ich muss sagen, ich habe mir den Klappentext zu diesem Buch durchgelesen und es geht ja hier um Hochverrat, den der beste Freund der Protagonistin an ihre Familie begangen hat. Und ich muss sagen, ich erwarte eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte mit Intrigen, mit Liebe und auch sehr, sehr viel Action. Weil gerade wenn hier Menschen mit besonderen Gaben eine Rolle spielen, ist das ja eigentlich immer ein Anzeichen dafür, dass die Geschichte nicht so 0815 ist, sondern sehr, sehr actionreich auch werden kann. Und ich hoffe, dass das Buch einfach eine coole Storyline hat und tolle Charaktere. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, dieses Buch jetzt zu lesen und werde euch natürlich wie immer berichten, wie es mir gefallen hat. Und da das Ganze hier ja ein Tag ist, müsste ich jetzt eigentlich wieder noch bestimmte Leute taggen. Da ich aber nicht weiß, wer diesen Tag alles zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, schon gemacht hat, tagge ich einfach mal jeden, der Lust auf diesen Tag hat. Und ja, wer Bock hat, macht einfach mit. Wenn nicht, lasst es sein. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.